Und dann vom Kopf roll dich ein, Ellenbogen klappen zu und such dir vielleicht nochmal eine dritte Stelle aus. Ich roll so ein bisschen tiefer, dann verändert sich das. Und dann erneut, lehn dich zurück, streck dich im Brustkorb, atme richtig breit und satt in deine... Und von hier schieb erstmal den Scheitel nach oben Richtung Decke, flex die Füße. Und dann mit geradem Rücken lehnst du dich nach vorne und hier bleib. Und jetzt kippt das Becken, das Schambein kommt nach oben, du rollst dich rund ein und richtest dich hier wieder auf. Hier das linke Knie, zieh ran. Okay, das ist eine schöne Dehnung in der Leiste für den Hüftbeuger, für die Hüftbeuger. Und dann hier beugt das Knie. Und dann ziehst du mit dem Fuß über den Boden.